Dieses Objekt, was Sie hier sehen, nennt sich The Tubes und ist praktisch komplett aus Verpackungsmaterialien hergestellt. Es sind Pappröhren, es ist ein Pappkarton und es sind Einleger für Lösemittelflaschen, die auch komplett aus Pappe hergestellt sind, die auch sehr stabil sind. Und erinnert einfach daran, dass Pappe ja auch ein Material ist, das letztendlich aus Holz hergestellt ist, das sehr aufwendig produziert wird und zum Schluss nach wenigen Minuten Gebrauch unter Umständen weggeworfen wird. Und gerade bei uns fallen sehr, sehr viele von diesen Pappröhren an. Und die habe ich dann im Prinzip durch einfache Bohrungen in dieser Pappunterlage fixiert. Und das Ganze steht auf eigentlich an zwei weiteren Recyclingprojekten. Das hier unten drunter ist ein alter Computertisch, der auf dem Schrott gelandet war. Und diese Platte habe ich aus Wegwerfholz, aus Einwegholz, was zum Beispiel für Einwegpaletten verwendet wird, da drauf montiert. Und so ist es im Prinzip aus drei unterschiedlichen Objekten zusammengesetzt.